Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du da bist, schön, dass du reinschaust. Es soll heute um ein absolutes Geheimnis im Network Marketing gehen. Und ich möchte so ein bisschen Insider-Talk heute sprechen. Ist vielleicht insbesondere für die interessant, die erst ganz frisch in der Branche sind. Vielleicht aber und mit Sicherheit, denn die möchte ich heute adressieren, die alten Hasen und Häsen, also die, die schon etwas länger dabei sind, die schon ein bisschen erfolgreicher sind. Oder sich vielleicht für erfolgreich halten, obwohl sie es noch gar nicht sind. Was meine ich damit? Ich hatte vor kurzem Kontakt mit einer Profi-Networkerin. Ihr müsst euch vorstellen, sie ist in ihrer Company, in ihrem Karriereplan, muss man sie sich so vorstellen, ungefähr im mittleren Drittel, was den Erfolg betrifft. Also sie gehört noch nicht zu den sehr Guten, sie gehört nicht zu den Top-Verdienern, aber sie ist gut und sie verdient gut. Und das weiß ja auch, nichtsdestotrotz, wir sind ins Gespräch gekommen und oh große Freude, und das ehrt mich natürlich sehr, ich konnte sie für eine Zusammenarbeit in unserer Masterclass begeistern. Und was ihr wissen müsst, ist Folgendes: In unserer Masterclass ist es so, die funktioniert nach dem Prinzip erst stehen, dann gehen, dann laufen. Also das heißt, in der Tat ist es so, dass wir dort am Anfang Basics vermitteln, ja? Und wir bauen chronologisch auf bis tatsächlich auch ein bisschen fortgeschritteneren Strategien. Aber am Anfang kommen halt die Basics. Es kommen Grundlagen, es kommen Basics. Ich bin ein Riesenfreund von Grundlagen und Basics. Das sei schon mal vorab gesagt an der Stelle und gern nochmal deine Meinung zu diesem Thema. Und die Frage, die von ihr kam, war, Tobi, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Ich bin ja auch schon erfolgreich. Muss ich mir denn die ganzen Basics, muss ich mir denn die Grundlagen am Anfang unbedingt anschauen? Das weiß ich alles schon. Kann ich das nicht unter Umständen überspringen? Und könntest du mir nicht vorab schon Content freischalten, der schon ein bisschen fortgeschritteneren ist? Also die Neigung, fortgeschritteneren Content haben zu wollen und Spezialstrategien kennenlernen zu wollen, ist insbesondere bei Fortgeschrittenen und Profis sehr, sehr verbreitet und sehr, sehr ausgeprägt. Und meine Antwort, die ich ihr gegeben habe, war nein. Und sie sagt, ja, aber ich weiß das doch alles schon und ich kenne das auch alles schon. Ich bin doch schon erfolgreich. Und an dieser Stelle musste ich sie erstmal so ein bisschen zurechtrücken. Und ich sage zu ihr, du bist schon erfolgreich. Wer sagt denn das oder wer denkt denn das? Beziehungsweise im Vergleich zu wem bist du denn erfolgreich? Ja, und das hat sie erstmal ein bisschen stutzig gemacht. Und sie sagt, ja Mensch, wieso sagst du denn das? Und ich sage, ja, aus meiner Sicht bist du gar nicht so erfolgreich. Es gibt in deiner Company wesentlich erfolgreichere, wesentlich schnellere. Und ich würde dich jetzt mal allenfalls als gut und durchschnittlich einschätzen. Das hat ihr nicht so gefallen, aber ich brauchte dieses Achtungszeichen, um sie zum Zuhören zu bringen. Und ich habe ihr dann gesagt, mir wäre es wichtig, dass du dich mit den Basics beschäftigst, weil es könnte ja sein, dass du unter Umständen gar nicht alle Basics kennst. Und selbst wenn du sie kennst, was relativ unwahrscheinlich ist, weil niemand kennt sie alle, kann es ja sein, dass du sie gar nicht intensiv angewendet oder umgesetzt hast. Weil wenn du sie kennen und können würdest und auch kontinuierlich umgesetzt hättest, wärst du in deinem System, in deiner Branche, in deiner Company viel weiter. Das habe ich so zu ihr gesagt. Und das war natürlich ein Schlag für sie wahrscheinlich ins Gesicht. Sie konnte es kaum fassen, weil sie insbesondere auf der Suche war nach Spezialstrategien. Und das ist das Abgefahrene, das müsst ihr euch merken. Je weiter Menschen aus dem Bildermodus rauskommen, also aus diesem Geschäftsaufbaumodus, in dem man sich mit den Basics beschäftigt, desto mehr sind sie, insbesondere auch Profi-Networker, auf der Suche nach effizienten Spezialstrategien. Und effiziente Spezialstrategien bedeutet, man möchte gerne weniger selbst arbeiten und tun und man möchte effizienter sein, man möchte outsourcen, man möchte machen lassen. Aber, und jetzt kommt's,
Unterm Strich ist es ein großes Problem, denn insbesondere die Basics haben ja Leute, die schon erfolgreich sind, genau dahin gebracht, wo sie sind. Sie haben die obersten Positionen nicht mit Spezialstrategien erreicht. Sie haben sie nicht mit extraordinären Taktiken erreicht. Nein, sie haben sie mit Arbeit und mit Basics erreicht. Und ich habe euch das mal hier in Form dieser Tabelle, Pyramide aufgemalt. Schau mal, das ist der Anfänger. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Und jeder Anfänger, der einsteigt, bekommt von seiner Upline, von seinen Mentoren und natürlich auch von uns die Basis erklärt, was ist im Network Marketing unbedingt notwendig, was ist wichtig, was ist zielführend, was hat funktioniert in der Vergangenheit und was bewirkt einfach Umsatz und Erfolg. Das sind in der Regel Basics. Das sind keine Spezialstrategien, das sind keine komplexen Vorgehensweisen, sondern das sind Basics. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, je weiter jetzt jemand kommt, und das ist letzten Endes die Kollegin, über die ich jetzt gesprochen habe, ich habe sie hier mal hier oben angesiedelt, ich habe hier hingeschrieben, sie ist jetzt Profi Network Marketing Professional, und sie fragt mich insbesondere nach Spezialstrategien. Sie möchte jetzt eine Spezialstrategie, um ihrem Geschäft wieder Impulse zu verleihen, um vorwärts zu kommen und dergleichen. So, und das ist ja ein ganz krasser Logikbruch. Jede Führungskraft im Network Marketing bringt ihren Neueinsteigern Basics bei, um im Geschäft schnell nach ganz nach oben zu kommen. Und wenn man dann ganz oben ist oder sie ist im oberen Mittelfeld, ja, interessiert sie sich nicht mehr für Basics, sondern sie interessiert sich für Spezialstrategien. Merkt ihr gerade was? Irgendwie ist das auch unlogisch. Also es geht jetzt nicht darum, dass man nicht offen sein sollte für Neues oder für Spezielles oder. Aber oftmals habe ich den Eindruck, man möchte mit den Dingen, die jahrelang funktionieren oder funktioniert haben, oftmals gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe auch den Eindruck manchmal von Führungskräften, man will insbesondere das neue oder frische Network-Einsteiger sich mit den Basics beschäftigen, aber selber mag man das gar nicht mehr. Und deswegen erstmal vom Mindset bitte an euch alle jetzt mal diesen Shift, die Rückbesinnung, insbesondere für Führungskräfte, die schon länger dabei sind, die auch schon erfolgreich sind. Besinnt euch mal bitte drauf zurück. Was hat euch erfolgreich gemacht? Was hat euch erfolgreich nach oben gebracht? Und versucht, insbesondere wenn ihr in diesen Positionen seid, nicht das Rad neu zu erfinden. Versucht nicht irgendwie das Rad neu zu erfinden und euch letzten Endes auch Arbeit zu ersparen. Das ist ja oftmals irgendwie auch so das große Thema. Es gibt kein Perpetuum mobile, und wenn ihr neu aufbauen wollt, wenn ihr neue Organisationen, neue Teams aufbauen wollt, dann funktioniert das besonders auch für euch insbesondere auf die Rückbesinnung, auf die Basics, auf das, was euch irgendwann mal groß gemacht hat und dahin gebracht hat, wo ihr heute seid. Das war mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das mal hier zu kommunizieren und jedem auch irgendwie wieder ins Bewusstsein zu rufen und auch bewusst zu machen. Schreibt mir gern, was ihr dazu denkt, was ihr dazu meint. Kanalabo nicht vergessen, falls ihr es noch nicht da gelassen habt. Unbedingt ein Like da lassen und gern auch das Video weiterleiten an den einen oder anderen, an die ein oder andere, die genau dieses Thema betrifft. Bis zum nächsten Video, euer Rekrutier.